So, liebe Foskis-Interessierte, liebe Gäste, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich ganz besonders, Sie und euch zur diesjährigen Foskis-Konferenz in Passau begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen also in Passau, eine Stadt, die ja wirklich, zumindest wenn der Wasserstand nicht so hoch ist wie leider relativ häufig im Jahr, hervorragende Reize zu bieten hat. Als ich gestern hier angekommen bin, habe ich mich an meine Jugendzeit erinnert, weil ich da doch häufiger mal in Passau zu tun hatte. Und ja, wenn ich durch die engen Gassen der Altstadt gelaufen bin, dann sind da viele Erinnerungen hochgekommen. Und von daher finde ich es fast schade, dass unser Programm dieses Jahr mal wieder so voll ist, dass selbst abends kaum Zeit bleibt, die Stadt selbst zu genießen. Aber vielleicht kann man ja das Wochenende noch ein bisschen dranhängen. Passau lohnt sich auf jeden Fall. Hier an der Universität Passau haben wir es vor allen Dingen der Fakultät für Informatik und Mathematik zu verdanken, dass wir hier sind. Und das möchte ich auch gleich zum Anlass nehmen, direkt überzuleiten zu zwei Grußworten, die wir haben. Kurze Grußworte, wie wir das von der Foskis-Konferenz ja auch gewöhnt sind. Zum einen kurz ein paar Worte vom Professor Harald Kosch. Er ist Vizepräsident an der Universität hier, was ganz gut passt, weil die Vizepräsidenten ja unterschiedliche Aufgaben haben und er ist eben Vizepräsident für die akademische Infrastruktur und für die IT, also genau unser Metier, und hat an seinem Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt verteilte Informationssysteme auch einige Dinge schon bewegt, die durchaus auch für uns Relevanz haben. Ich meine, richtig gelesen zu haben, dass es hier um Standardisierung im Bereich W3C ging und da baut ja im Endeffekt auch unser Standard, die OGC-Sachen darauf auf. Also das sind natürlich passende Hausherren, die wir hier haben. Zweite Grußworte vom Professor Dr. Thomas Sauer, der sozusagen noch enger hier in die Organisation mit eingebunden war, Lehrstuhl für Mathematik mit Schwerpunkt digitale Bildverarbeitung, aber auch hier von der Fakultät für Informatik und Mathematik. Und weil wir wenig Zeit haben, bitte Ihre Grußworte. Ja, also ganz herzlich willkommen auch von der Universitätsleitung, die ich heute hier repräsentiere und die Konferenz bewusst auch aufnimmt. Schon wie vorhin eben erwähnt worden ist, ich bin Informatiker und im Moment zuständig in der Leitung für akademische Infrastruktur und IT-Projekte. Das ist natürlich auch die hausinterne IT, die ganzen Informationssysteme für Lehre, Forschung, aber auch IT-Projekte. Wir sind aware und ich begrüße ganz, ganz herzlich alle Open-Source-Begeisterten hier. Ich bin es selber und bin auch mit Linux und so weiter groß geworden, muss inzwischen aber auch Windows-Systeme begleiten, nicht ganz so einfach. Dann alle OpenStreet-Begeisterten, in vielen, vielen Informatikprojekten Standard, um sozusagen offene Schnittstellen zu bedienen. Ganz, ganz wichtig und es freut mich, dass ihr das weiterbringt, sozusagen auch für die Forschung, dass wir schöne Projekte auch hier mit Studierenden machen können, mit detailgenauen Karten. Das ist natürlich alles wunderbar und natürlich alle Open-Source-GIS-Begeisterten hier. Es ist schön, dass die Universität Passau das heute hier unterstützen kann und ausrichten kann und das geht auch nur mit einer Menge von Freiwilligen und ich möchte ganz herzlich eben Forvis danken und der Thomas Sauer wird dann auch ein paar Worte sprechen. Professor Sauer mit seinem Team war immer sehr begeistert hier für die Open-Source-Bewegung und ganz besondere unser Peter Barth, den ich aus dem Projekten, das Projekten kennen. Herzliches Dankeschön, dass er die Konferenz hierher geholt hat. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo er herumschwirrt. Da oben ist er, genau. Ihr kennt ihn alle. Herzlichen Dank für dein Engagement, auch für die Universität. Danke für alle ehrenamtlichen Unterstützer, die ich hier vermutlich erkenne, dass sie eben ein oranges Schleifchen statt dem weißen haben, nehme ich mal an. Und herzlichen Dank auch an Sie hier das Ganze zu hosten, das so still geht, das bedeutet immer reibungslos in der Regel. Vielleicht ein bisschen was zur Universität Passau. Wir feiern
eben 1978 sind wir eben gegründet worden. Nächstes Jahr wird das 40-jährige Jubiläum. Wir sind einer der Nach-Beton-Universitäten zum Glück. Das heißt, unsere Gebäude schauen einigermaßen gut aus und lassen sich mehr oder weniger gut auch warten. Wir haben inzwischen Zeit fast 12.000 Studierende. Wir waren schon mal drüber, 11.987. Und wir waren an der Fakultät für Informatik, Mathematik eben die kleinste Fakultät, sind wir aber jetzt nicht mehr. Wir haben sehr aufgeholt. Wir haben sehr viele ausländische Studierende, die wir aufnehmen im Master Informatik, sehr gute Studierende. Wir sind hier als Campus-Universität mit 12.000 Studierenden in der Stadt bei 50.000 Einwohnern natürlich sehr stark vertreten in der Stadt. Das zeichnet sich auch in der Farbe der Stadtregierung zum Beispiel aus. Wenn ihr darauf auch einmal schaut, da bestimmen wir doch ganz kräftig mit. Und 70-85% haben wir an Zufriedenheit eben im Studierenden im Qualitätsmonitor, das zeichnet es auch aus. Natürlich die Rankings, da kommen wir auch nicht herum. Wir sind als Informatik auch sehr, sehr gut gerankt und sind auch sehr, sehr zufrieden, hier auch eine wachsende Fakultät eben zu haben. Ich wünsche euch viel Spaß die nächsten Tage. Einen oder anderen Vortrag werde ich mir auch anhören. Das klingt alles sehr interessant. Eine Nase da hineintun, möglichst interessante Vorträge. Schaut euch auch die Stadt an, sozusagen, auf Nacht, am Morgen. Und hoffentlich morgen mit dem schönen Wetter sozusagen strahlt auch hier die Sonne herein und alles Gute. So, normalerweise fängt man ein Grußwort immer irgendwie so an mit, ich hoffe, Sie haben alle gut hierher gefunden. Das ist, glaube ich, bei der Konferenz eher deplatziert. Als Herr Barth vor einiger Zeit, der eben bei unserem Vorwiss hier arbeitet, kam und sagte, ja, also die Vosges-Konferenz, ob man die nicht vielleicht nach Passau holen könnte, war ich natürlich sofort begeistert von der Idee, sofern wir es kostenneutral umsetzen können. War ich absolut begeistert von der Idee, weil die Idee von Vosges Open Source und OpenStreetMap-Daten was ist, was wir, glaube ich, alle mit großer Begeisterung nutzen. Wäre wahrscheinlich ohne OpenStreetMap gar nicht hier und hätte mich auf meinen Auslandsreisen 100.000 Mal verlaufen, wenn es nicht ein vernünftige Karten gegeben hätte. Als Vorwiss sind wir selbst aktiv in der Entwicklung und Forschung für Fahrerassistenzsysteme. Und auch da ist es wichtig, gute, verfügbare und gegebenenfalls modifizierbare Karten zu haben. Es ist immer sehr riskant, sich auf einen Datenkraken zu verlassen, der gleichzeitig auf demselben Gebiet ja selbst forscht, selbst aktiv ist. Insofern Open Source, OpenStreetMap, ich gehöre noch zur Generation, die sich ihren Linux-Kern selbst kompiliert hat am Anfang der Zeit. Das heißt, Begeisterung dafür braucht man bei mir nicht sonderlich zu wecken. Und Herr Barth hat das Ganze hier mit großem Engagement gemacht. Viele freiwillige Helfer hier in Passau, die das Ganze unterstützen und denen man danken muss, weil sonst wäre das nicht zustande gekommen. Danken möchte ich auch unbedingt unserer Verwaltung, die unglaublich flexibel, kooperativ und entgegenkommend war und die dafür gesorgt hat, dass man diesen Kongress hier zu vernünftigen und nicht zu kommerziellen Konditionen durchführen kann. Frau Holzapfel vom Veranstaltungsmanagement, die sich darum gekümmert hat, dass überall Hausmeister da sind, Räume offen sind. Das klingt so banal, ist aber eine Riesenarbeit und wird von der Universität gerne und gut geleistet. Ansonsten, wie gesagt, haben Sie schöne Tage hier, interessante Vorträge. Ich wurde ja schon darauf hingewiesen, Sie wollen kurze Grußworte. Das Programm sieht ausgesprochen interessant aus. Ich werde selbst allerdings leider nicht kommen können, weil ich deswegen, also wegen der Eröffnung dieses Kongresses, extra schon meinen Forschungsaufenthalt in Frankreich um ein paar Tage nach hinten verschoben habe. Aber ich wünsche Ihnen viele interessante Vorträge, das Programm sieht toll aus, haben Sie viel Spaß in Passau und ja, ich hoffe, dass Sie eine schöne Konferenz haben. Viel Spaß. Ja, danke Professor Kosch, Professor Sauer für die netten Grußworte und danke natürlich auch, Sie haben es gleich aufgeschlüsselt an die Verwaltung und so weiter weitergegeben. Danke, dass wir hier sein können und dass wir nun 3 Tage
OSM mitgerechnet vor uns haben, wo wir hier uns intensiv mit einem unserer liebsten Themen, nämlich geografischen Informationssystemen, Geodaten, freien Geodaten und freier Software beschäftigen können. Es ist für mich ein Jubiläum, denn es ist meine 10. Foskis-Konferenz. Deswegen habe ich auch ein anderes T-Shirt an, das zwar auch schwarz ist, aber wo noch Foskis 2008 draufsteht. Meine erste war die Foskis-Konferenz in Freiburg. Damals war ich der Peter, habe als Local-Team die ganzen Strapazen auf mich genommen, die er jetzt an der Backe hat, und weiß deswegen, was es bedeutet, Local Team zu sein. Trotzdem hat sich vielleicht auch einiges gebessert. Die Ansprüche sind höher geworden. Und wir haben mittlerweile allerdings mit Katja ganz hinten ja seit vielen Jahren eine Person, die sich auch hauptamtlich hier an der Konferenzorganisation beteiligt. Und seitdem läuft das alles deutlich geschmeidiger. Und die Konferenz hat in den letzten Jahren, glaube ich, sehr an Qualität gewonnen. Insgesamt ist es die 12. Foskis-Konferenz, zumindest unter dem Namen. Bonn, Berlin, Freiburg, Hannover, Osnabrück und so weiter. Man beachte an dieser Aufzählung, die an den Folien zu lesen sind, dass Berlin bereits zweimal die Foskis-Konferenz ausgerichtet hat. Es steht also nichts dem im Wege, dass eine der Standorte, an denen wir in den letzten 10-12 Jahren waren, sich nochmal bewirbt. Das heißt, Bonn, Hannover, Heidelberg, Osnabrück, warum nicht nochmal jetzt unter neuen Konstellationen sich für eine Foskis-Konferenz bewerben? Denn zugegebenermaßen die Suche nach einem Veranstaltungsort, insbesondere weil wir ja die Strategie haben, in einem Hochschulumfeld das Ganze durchzuführen, ist immer noch ein großes Problem, das uns jedes Jahr aufs Neue beschäftigt. Jetzt aber erstmal zur aktuellen Foskis-Konferenz 2007. Was bieten wir? Wir bieten natürlich wie jedes Jahr viele, viele Vorträge, Lightning Talks. Die kommen auch im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung gleich ein paar. Wir haben den OSM-Samstag. Letztes Jahr hatten wir einen OSM-Sonntag vorher. Diesmal haben wir den OSM-Samstag nachher. Da wird auch entsprechend experimentiert mit unserer Veranstaltungsform. Wir haben natürlich Social Events, was gestern Abend schon, bis die Stühle alle hochgestellt wurden, begonnen hat. Wir haben natürlich auch eingebettet in die Konferenz die Aktivitäten des Foskis e.V., der morgen Abend seine Mitgliederversammlung durchführt und also seine jährliche, und entgegen der Ankündigung im Programmheft ist es nicht so, dass diese Mitgliederversammlung nur für Mitglieder ist, sondern Interessierte können natürlich gerne zur Mitgliederversammlung kommen. Nur wer mitstimmen möchte, der muss tatsächlich vorher einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Den gibt es natürlich bei uns am Foskis-Stand, der ja so ein bisschen über dem ganzen Ausstellerbereich thront. Das heißt, wenn Sie im Anschluss an diese Eröffnungsveranstaltung den Raum nicht über diese Türen, sondern über die Galerie verlassen, dann werden Sie über diese Galerie verlassen, wenn meine Mental Map jetzt stimmt, dann landen Sie automatisch am Foskis-Stand und da gibt es natürlich sehr viele Informationen. Anwendertreffen haben wir natürlich auch wieder, die unsere Konferenz flankieren. Was ich dieses Jahr ein bisschen vermisse, ist, wir haben diesmal, glaube ich, man möge mich korrigieren, keinen Code-Sprint. Ich höre keine Korrektur, schade, aber da doch bitte in nächster Zeit der Hinweis an die Projekte auch, warum nicht, wenn sowieso schon alle da sind, dann auch noch einen Code-Sprint dranhängen, insbesondere bei so einer schönen Lokalität Passau, da verstehe ich es an der Stelle nicht. Außerdem gibt's einen Foskis e.V. Sektempfang am Ende, also Empfang am Ende, das ist aber leider bei uns, oder nicht leider, das ist bei uns so Tradition, und natürlich viele interessante Vorträge mit Titeln wie Lassen wir einmal eine Statistik drüber laufen, Shine on R, OSM-History-Analysen, sehr viele Vorträge zu Neues von bla bla bla, was sozusagen auch den aktuellen Stand diverser Projekte und auch ein bisschen die Roadmap, wo es hingehen soll, jedes Jahr zeigt. Die sind natürlich auch Traditionen in der Foskis-Konferenz und die müssen da auch sein, damit man einfach die Weiterentwicklung im Auge behalten kann. Wir haben Vorträge oder einen Vortrag zu Lizenzinkompatibilitäten oder einen mit dem Titel Habe Kante, suche Route. An der Stelle würde ich mal sagen, sehr viele interessante Vorträge, tun sich möglichst viele davon an. Und selbst die, die sie wegen Parallelität nicht sehen können, sie wissen ja,
Alle Vorträge werden live ins Internet gestreamt, was aber nicht heißt, dass Sie während des Vortrages noch den anderen auf Ihrem mobilen Device mitverfolgen sollen. Alle Vorträge werden danach auch online gestellt und sind auch nach der Konferenz frei und unentgeltlich für Interessierte einzusehen. Um die Konferenz finanzieren zu können, sind wir natürlich immer auf unsere Sponsoren angewiesen. Das ist auch dieses Jahr so. Wir haben mit der Ware Group einen Goldsponsor, der deswegen auch gleich einen kleinen Vortrag halten wird, und mit GeoInfo einen Silbersponsor. Unser Dank geht natürlich auch an die vielen, vielen Bronzesponsoren, die zahlenmäßig dann schon etwas mehr vorhanden sind. Und unser Dank geht auch an die Mediensponsoren. Seit vielen Jahren über das Videoteam des CCC, beziehungsweise da gibt es ja mittlerweile viele Überschneidungen, haben wir überhaupt die Möglichkeit, alle Vorträge live zu streamen, danach zu bearbeiten und zur Verfügung zu stellen. Und seit einiger Zeit ist ja die TIB sehr intensiv daran, auch dauerhaft unsere Vorträge zu archivieren. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die nachher bei YouTube, sondern bibliothekarisch langwirksam bei der TIB archiviert sind und auch da eingesehen werden können. Die Links dazu sehen Sie hier. Das heißt, wenn Sie meinen Vortrag nachher gucken, dann werden Sie die URLs sehen und können dann die weiteren Vorträge finden. Also Livestream-Vorträge auf streamingmedia.ccc.de, aber das Ganze finden Sie auch einfach auf der Konferenz-Homepage, ist seit etwa 2 Stunden eingestellt, da sind wir einfach zeitlich ganz eng dran.